Letzte Stunde haben wir uns mit dem Flächeninhalt des Parallelogramms beschäftigt. Heute geht es um den Flächeninhalt des Dreiecks. Und wie wir das schon beim Parallelogramm gemacht haben, versuchen wir uns das Ganze wieder herzuleiten über ein eben bekanntes Viereck. In dem Fall, weil ein Dreieck kennen wir ja noch nicht. Ich habe das jetzt hier schon mal eingezeichnet. Ich habe ein Parallelogramm eigentlich, aber ich kann das doch in zwei kongruente Dreiecke unterteilen, indem ich einfach bei B und D eine Trennlinie einzeichne. Das geht nur auf der Seite, ja? Oder ich kann es natürlich auch hier machen. Da ist natürlich der Unterschied dazu, dass wir die Höhe etwas anders benennen müssten. Aber tendenziell geht das auch. Also wenn wir hier das Parallelogramm halbieren, dann habe ich hier Grundlinie und Höhe und das Ganze nur in einem Dreieck, ja? Und das Gleiche, also die Grundlinie und Höhe haben wir hier und die Grundlinie und Höhe haben wir hier in dem Dreieck. Wenn wir jetzt also rausfinden wollen, wie groß ist dann der Flächeninhalt von diesem Dreieck, ja, dann ist das hoffentlich jedem schnell klar. Das ist nur noch die Hälfte von Grundlinie mal Höhe. Und das ist tatsächlich exakt die Formel, die wir bei einem Dreieck brauchen. Ein halb Grundlinie mal Höhe. Ein Parallelogramm kann in zwei kongruente, also deckungsgleich sagt man auch, kongruente Dreiecke zerlegt werden. Und dadurch kann ich einfach die Formel anwenden, indem ich das halbiere. Genauso wie ich es mit meinem Parallelogramm gemacht habe. Ich habe es ja auch halbiert. Ja, aufpassen muss man in dem Zusammenhang mit Grundlinie und Höhe. Denn zu jeder Grundseite gibt es nur eine passende Höhe. Wenn wir jetzt mal hier dieses Dreieck rechts anschauen, die Grundlinie und die Höhe gehören zusammen, ja. Und das haben wir dann natürlich bei den anderen schon gesehen. Die Grundlinie und die Höhe gehören auch zusammen. Da liegt die Höhe wiederum außerhalb, muss man bedenken, außerhalb von meinem Dreieck. Und auch hier haben wir die Grundlinie AC und die passende Höhe zu H. Mit dieser Höhe HB hier dazu. Um es mal in Formeln auszudrücken. Die Formel kann also einerseits so heißen. 1/2 C mal HC, also Seite C und Höhe C. Das haben wir ja schon bei der Nennung der Höhen wiederholt. Oder sie kann heißen 1/2 B HB. B liegt hier und die zugehörige Höhe, die senkrechte hier rüber. Und nochmal A HA. Die Seite A hier und die senkrechte hier runter. Ja, da nicht verwirren lassen, diese Höhen können ja auch außerhalb liegen. Das war's schon. So haben wir den Flächeninhalt des Dreiecks. 1/2 Grundlinie mal Höhe.